Der Aschrottbrunnen wurde 1908 von dem jüdischen Industriellen Siegmund Aschrott gestiftet und 31 Jahre später von den Nationalsozialisten völlig zerstört. 1987 gestaltete der Kasseler Künstler Horst Hoheisel den Brunnen im Auftrag der Stadt Kassel in Form einer im Boden versenkten Negativform neu. Diese gilt bis heute als Mahnmal. Dass Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft bis heute noch eine große Rolle spielt, wurde unter anderem von Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Dokumentarleiterin Caroline Christoph Bakajiew und Leiter der Gedenkstätte Breitenau Gunnar Richter bei der Vorstellung von Hoheisels neuestem Buch Aschrottbrunnen 2012 betont. Also ich finde genial an diesem Kunstwerk ist, dass es einerseits das, was historisch geschehen ist, nämlich die Zerstörung aufarbeitet, indem man den Brunnen genau umgekehrt in die Erde versenkt. Auf der anderen Seite den Brunnen dadurch als ein früheres Zeichen der Großzügigkeit eines Kasseler Bürgers, Aschrott, für das Rathaus und dessen Neubau im Jahr 1906 wieder sichtbar werden lässt. Anschließend stieg der Künstler selbst wie jeden 11. eines Monats in den Brunnen hinab, um ihn zu säubern. Obwohl der Brunnen nur von Rinnen gehalten wird und somit einfach wieder umgedreht werden könnte, macht der Künstler deutlich, dass dies aufgrund des immer noch bestehenden Rechtsextremismus momentan nicht denkbar ist. Wenn, habe ich gesagt, muss der Brunnen offen bleiben und als negativ, damit die Wunde da bleibt und die Erinnerung offen bleibt. Denn Nietzsche hat auch mal gesagt, man erinnert sich nur an das, was weh tut. So wird der Brunnen wieder geschlossen, um nächsten Monat neu gereinigt zu werden. Hoffen wir, dass sich Hoheisels eigentliche Idee, nämlich der Passant, der auf dem Brunnen steht und über das Vergangene nachdenkt, verbreitet.